Ja, sehr geehrter Herr Heuer, Frau Oels, Herr Derberg. Wir haben das jetzt schon gehört. Wir brauchen auch eine Forschung, die sozusagen eine Lehre, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt, die die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir ja alle sehen, auch annehmen. Interdisziplinär, praxisgezogen, auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet. Das ist nicht nur eine wichtige Eigenschaft von Infernum. Ich war jetzt 5 Tage in Italien. Der Name ist für mich immer noch ein bisschen... aber es ist ja auch Dampf und Feuer dabei. Diese Fragestellung ist auch eine ganz, ganz wichtige für Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns nämlich eine Forschungsstrategie gegeben als Land, also die gesamte Landesregierung, wo wir auch gesagt haben, wir wollen interdisziplinär, wir wollen praxisbezogen, wir wollen an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen orientiert die Forschung in Nordrhein-Westfalen aufstellen. Warum? Herr Heuer hat das eben schon angesprochen. Wir haben nun mal als Gesellschaft jetzt unglaubliche Herausforderungen vor uns. Das ist der Klimawandel, natürlich. Das ist die Frage der Energiewende, wie wir sie so gestalten können, dass sie funktioniert, dass sie aber auch bezahlbar ist, dass sie akzeptiert wird, dass die Menschen sie mitgehen. Es ist die Frage der demografischen Entwicklung. Das sind alles Dinge, die ganz entscheidend dafür sind, wie wir in Zukunft leben. Und wenn wir diese Antworten haben, wie wir mit diesen großen gesellschaftlichen Fragen auch umgehen wollen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Und da stellt sich sofort die Frage, wer arbeitet denn an solchen Antworten? Wer kann uns denn helfen? Wer sind denn die Pioniere, die so zeigen könnten, wo geht es denn hin? Was können Antworten sein? Diese Pionierinnen und Pioniere finden wir natürlich in der Wissenschaft. Wir brauchen sie hier, die an sowas arbeiten, die sich Gedanken machen, die neue Formen auch der Vermittlung sozusagen dann finden, die ja helfen, die Gesellschaft mit umzustrukturieren. Und da geht es nicht nur um neue Techniken, das brauchen wir auch, klar. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen einen kulturellen und wir brauchen einen strukturellen Wandel. Wir werden unser Verhalten, unser Denken verändern müssen. Und jeder, der das mal im Alltag versucht hat, weiß, wie das ist. Neujahrsvorsätze, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen so im Oktober, wenn man mal so zurücküberlegt, wie viele davon habe ich denn jetzt wirklich gemacht? Da ist immer noch eine kleine Lücke meistens dazwischen. Also dieses sich wirklich verändern, das Denken verändern, das Handeln zu verändern, ist enorm schwierig. Und es ist im Bereich von Umwelt und der Frage der Nachhaltigkeit nochmal ganz besonders schwierig, weil wir viele da haben, die erstmal sagen, ja klar, mache ich mit, super, tolle Idee, aber wenn es dann praktisch wird, wenn es wirklich darauf ankommt, etwas zu verändern, wenn man in die Betriebe hineingeht, wenn man die Diskussion beginnt, dann ist es gar nicht so einfach. Und deswegen zeichnen wir als Land Orte des Fortschritts auf, weil wir fest davon überzeugt sind, dass so ein tiefgreifender Wandel, dass der nicht aus Brüssel, aus Berlin, aus Düsseldorf oder sonst woher verordnet werden kann, dass es auch nicht reicht, wenn wir tolle Gesetze machen, sondern dass man das vor Ort verankern muss, dass man Trägerinnen und Träger der Veränderungen braucht, dass es gelebt werden muss. Und ein ganz wichtiger Beitrag dafür, der wird eben hier an der Fernuniversität geleistet mit Infernum. Wir haben noch mal in die Geschichtsbücher geguckt, vor 14 Jahren inzwischen mal vom Wissenschaftsministerium im Rahmen eines Projektes in einer Anschubfinanzierung sozusagen nach vorne gebracht. Für mich war das Spannende bei Infernum wirklich die Interdisziplinarität, dieses Herangehen, dass man sich an Berufstätige richtet, aller Fachrichtungen in Wirtschaft, in Verbänden, in Wissenschaft, in Verwaltung und ihnen dann ein Curricula anbietet, was wirklich ungewöhnlich ist, was Interdisziplinarität nicht nur verkündet, sondern es wirklich lernt und lehrt. Hier haben wir Lerninhalte aus dem Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements, der Umweltökonomie, genauso wie umweltpsychologische Fragen, wie rechtliche, umweltrechtliche Fragen und Energietechnik. Das bleibt auch nicht theoretisch, sondern das wird hier alles mit einem enormen Praxisbezug untermauert. Wir haben ganz starke Partner hier zusammen, die Fernuniversität, auf die wir natürlich in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr stolz sind, und ein Fraunhofer-Institut, nämlich Umsicht in Oberhausen, die hier zusammenarbeiten. Es ist ein einzigartiges universitäres Weiterbildungsangebot und die Studierenden, die das hier absolvieren, sind hervorragend dann vorbereitet, im Alltag wirklich an den gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten. Wir wissen alle, das ist extrem komplex, was wir
erwarten, was sich im Bereich Umwelt, was sich im Bereich Nachhaltigkeit verändern muss. Und es ist so, dass das nicht ein einzelner Wirtschaftszweig oder eine einzelne Fachdisziplin sozusagen nach vorne bringen kann, sondern wir brauchen hier interdisziplinäres Arbeiten. Wir brauchen Leute, die die Fähigkeit haben, auch gesellschaftliche Akteure mit an Bord zu nehmen. Wir brauchen die Kompetenzen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Wissenschaft und wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger. Die Absolventen von Infernum haben bei diesem Zusammenwirken einfach enorme Vorteile. Sie haben die Sprache anderer Fachbereiche kennengelernt. Sie wissen, wie schwierig es ist, zwischen den Disziplinen zu arbeiten. Sie verfügen über Basiswissen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dadurch eben auch ganz neue Ideen entstehen, dass man Argumente ganz anders erfassen kann aus den unterschiedlichen Bereichen, dass man sie besser nachvollziehen kann, dass man innovative Ideen nach vorne bringen kann und dass man vielleicht auch besser einschätzen kann, naja, wie kommt denn das wohl bei jemandem aus der Technik an, wie kommt das wohl bei jemandem an aus der Psychologie, wie bringen wir das wohl Bürgerinnen und Bürgern näher. Die Studierenden hier werden wirklich in die Lage versetzt, gesellschaftliche und technische Maßnahmen aus den verschiedensten umweltwissenschaftlichen Fachbereichen zu koordinieren, um komplexe Umweltprobleme auch anzugehen. Und das erhöht natürlich die Erfolgsaussichten und es erhöht hoffentlich auch die Akzeptanz bei den Menschen, bei den jeweils Betroffenen. Deswegen sind wir als Land fest davon überzeugt, dass Infernum einen ganz wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung unserer Lebenswelten leistet und deswegen wollen wir sie heute als Ort des Fortschritts auszeichnen. Infernum hat sich gegen eine wirklich beachtliche Konkurrenz durchgesetzt. Wir haben offen ausgeschrieben und haben gesagt, liebe Menschen hier im Land, schlagt uns mal vor, wen wir in dieser Ausschreibungsrunde für den Preis hier nominieren sollen. Es sind 121 Bewerbungen eingegangen und 19 davon hat eine Jury ausgewählt. Weil wir das schon ein paar Jahre machen, ist Infernum nun der 35. Ort des Fortschritts. Daran wird auch deutlich, was für ein Potenzial eigentlich in Nordrhein-Westfalen vorhanden ist. Und der Preis hat das Ziel, diese Pioniere, diejenigen, die wirklich vorangehen, die ganz andere Ideen haben, die zeigen, wie es gehen kann, diese Pioniere sichtbar zu machen, sie aber auch miteinander zu vernetzen und deutlich zu machen, dass wir eben alles brauchen. Wir brauchen Projekte aus dem Bereich und Einrichtungen, die Ökonomie, Ökologie und Soziales wirklich innovativ miteinander verbinden. Wir brauchen wirklich diesen Dreiklang und wir brauchen die Offenheit und die Flexibilität, interdisziplinär heranzugehen. Wir brauchen auch die Offenheit, und das wird hier ja auch gezeigt, Menschen ohne einen ersten Hochschulabschluss mit einzubeziehen, ihre Kompetenzen hier mit nach vorne zu bringen. Das ist ganz, ganz zentral für die großen Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen nicht viele Worte, wir wollen ja noch miteinander diskutieren, sondern ein großes, großes Dankeschön des Landes für das, was Sie hier geleistet haben, die Fernuniversität Hagen und das Fraunhofer Institut Umsicht. Ich möchte ganz ausdrücklich Ihnen den Dank des Landes überbringen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu der Zukunftsfähigkeit von Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte Sie jetzt auch ganz offiziell auszeichnen. Wir haben so eine wunderbare Plakette, aber vielleicht mögen Sie nach vorne kommen, dann verlasse ich mal das Mikro. Wir reden etwas lauter. Entschuldigung, bitte mit Mikro. Sonst wird es nicht aufgezeichnet, dann müssen wir ein Handmikrofon nehmen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir haben direkt zwei Urkunden, weil Sie ja hier zu zweit stehen. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen aus dem Bild noch raus, wenn wir so ein bisschen ansehen. Sonst haben Sie das so im Gesicht. Vielleicht doch hier hinter. So. Können Sie sie so unbeschwert? Ja. Darf ich Ihnen einfach eine Urkunde und wir machen jetzt mal erst Dankeschön. So. Und jetzt müssen wir nämlich noch gemeinsam hier die Plakette enthüllen. Müssen wir hier mal ein bisschen zupfen. So. Auf der Plakette steht ganz wunderbar. Auf der Plakette und auf der Urkunde finden Sie den Text Ort des Fortschritts 2014, innovative Weiterbildung für Umwelt und Nachhaltigkeit, interdisziplinäres Fernstudium Umweltwissenschaften Infernum, Hagen, Oberhausen, ausgezeichnet am 20. Oktober, eine Unterschrift und immer ganz wichtig, wo findet man mehr Informationen dazu, eben die Internetseiten dazu. Nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, wir sind sehr froh, dass Sie hier in Nordrhein-Westfalen sowas Innovatives voranbringen.
Das trifft mich nicht ganz unvorbereitet. Ich habe ein paar Zeilen vorbereitet, damit ich nicht die Hälfte vergesse. Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank für diese wirklich ehrenvolle Auszeichnung, die Sie uns heute entgegenkommen lassen. Das freut uns sehr, denn uns hat ja hier motiviert, dass also die Erkenntnis, dass also die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Sie haben es ja selber gerade gesagt, nur gelöst werden können, wenn wir da kooperieren, zusammenarbeiten. Und wenn wir über interdisziplinäres Arbeiten hören, so in der Wissenschaftscommunity, dann heißt das, dass also der Astrophysiker mit dem Teilchenphysiker zusammenarbeitet. Ne? Das verstehen wir weitestgehend unter interdisziplinärer Zusammenarbeit. Das, was wir hier schaffen, glaube ich, ich darf mich ja heute mal selber loben jetzt, das ist, glaube ich, viel mehr. Das ist die Kooperation zwischen Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaftlern, wo wir auch Sprachbarrieren tatsächlich zum Teil überbrücken müssen. Sie haben es auch gerade sehr schön angesprochen. Also das ist das, was uns motiviert hat, weil wir wissen, auch vor dem Hintergrund der technischen Arbeiten eines Fraunhofer-Instituts, dass wir hier einfach tätig sein müssen und dass wir hier offen, flexibel und anwendungsorientiert diese Erkenntnisse, die wir auch in unserem täglichen Leben gewinnen, gemeinsam mit den Kollegen aus Hagen, einfach weiter verbreiten müssen. Und das ist das, was uns bewegt hat, hier Infernum zu gründen seinerzeit. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch uns mitteilen wollen. Nicht, dass das die Sache ist, die wichtig ist und die bedeutsam ist. Und das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, dass Sie das erkannt haben und das auch uns entsprechend dafür belobigen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Jetzt danke ich nochmal ein paar Leuten, ein paar Menschen, gar nicht mehr so sehr persönlich vielleicht, aber natürlich von meiner Person aus, aber ich kann sie nicht alle nennen, so die da mitwirken. Das sind natürlich die Geschäftsstellen, ja, die ganz tägliche Arbeit und viel Arbeit machen, um solche Veranstaltungen zu organisieren, aber auch natürlich, um den gesamten Betrieb zu erhalten. Ich danke auch unseren Kooperationspartnern. Ja, wir arbeiten, Sie haben es gerade schon gesagt, mit dem Wuppertal-Institut zusammen, mit der Leuphana in Lüneburg, mit vielen anderen Unternehmen und auch Privatpersonen, die halt hier auch als Dozentinnen und als Dozenten tätig sind. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Ohne Sie wird das ja nicht leben. Ja, denn das ist eine Kooperation, in der viele Externe auch mitwirken. Und natürlich letztendlich geht auch ein großer Dank an die Studierenden. Denn auch die bringen sich sehr stark ein. Der Studiengang würde nicht leben ohne die intensiven Diskussionen mit den sehr interdisziplinär und zum Teil auch sehr transdisziplinär denkenden Studierenden. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie uns das ermöglicht haben und Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns das übermittelt haben. Applaus